Hey du, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über die besten, tollsten, interessantesten Vanilledüfte. Und zwar nicht Parfums, in denen Vanille einfach als Note vorkommt, sondern wirklich, ich spreche ausschließlich heute über Düfte, in denen die Vanille auch tatsächlich eine prominente Rolle einnimmt. Und wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Vanille-Fan und ich habe auch ganz viele Vanilledüfte. Und ich finde, das ist einfach auch so eine ganz vielseitige, facettenreiche Note, ja. Also eine Vanille kann süß sein, salzig, krautig. Und ich habe mir gedacht, da wäre eigentlich mal ein Best-of fällig für euch. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Falls du schon öfter hier warst, willkommen zurück. Abonniere diesen Kanal, falls du es noch nicht abonniert hast. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben. Wir machen hier ausschließlich Videos über, oder wir, ich mache hier für euch ausschließlich Videos über Düfte. Und zwar Top 10 Rankings, Reviews, Tipps und Tricks, alles rund um die Welt der Düfte. Meine erste Vanille ist die Easy Grab Vanille. Also die Vanille, zu der ich tatsächlich am häufigsten greife. Und das sieht man tatsächlich auch im Flakon. Es ist Cinema von Yves Saint Laurent, das Eau de Parfum. Und seht ihr, wie viel ich da schon gebraucht habe? Ich habe die ein paar Monate erst, ja. Und ich bin schon fast auf der Hälfte. Und es liegt einfach daran, dass die so wunderbar tragbar und unkompliziert ist. Ich liebe Cinema. Und ich trage ihn auch ganz oft zum Schlafen. Es ist eine sehr florale Vanille. Ja. Ganz, ganz schön. Also immer wenn ich die rieche, dann fange ich direkt an zu träumen. Wir haben diverse florale Noten drin und die Vanille ist auch nicht zu süß. Es ist so eine richtige Wohlfühlvanille für mich. Und ich finde, Cinema riecht so teuer und ist aber nicht teuer. Also der ist relativ günstig. Ich habe den auch in meinem Chibi-Video schon gefeatured. Also den müsst ihr euch echt mal anschauen, wer ihn noch nicht kennt. Der ist ein bisschen weniger bekannt. Also ist jetzt keiner, wo man bei YSL ständig drüber spricht. Man hört immer Black Opium oder Liebe und so weiter, aber schaut euch den Cinema mal an. Ja, also Cinema zum Träumeln, zum ins Bett gehen, zum Wohlfühlen, zum Seele baumeln lassen. Wenn ihr jetzt ein Fan von süßen Düften seid und Vanille mögt, dann kommt ihr eigentlich an dem Kajali Vanille 28 nicht vorbei. Der ist richtig süß. Also der ist ganz nah an der Grenze für mich zum Süß-Overkill, muss ich sagen. Eine der prominentesten Noten ist Rohrzucker und das macht ihn wirklich sehr, also der ist sehr candy-like, ja, also total richtig, oh, hat eine Vanillenorchidee drin, richtig gut. Und was man eben hauptsächlich merkt, finde ich, ist eben der Rohrzucker und die Vanille. Und das finde ich ist eine interessante Kombi. Also im Hintergrund sind natürlich noch ein paar andere Noten auch, aber das ist, was ihr bekommt, ja, einen sehr süßen, tollen Vanilleduft. Der eignet sich wunderbar zum Layern. Den habe ich auch in meinem Layering-Video schon vorgestellt. Und den kann ich euch echt ans Herz legen, wenn ihr so eine richtig sexy Vanille sucht. Also was Süßes, Verführerisches. Ich würde allerdings sagen, eher für jüngere Frauen ist der geeignet. Der hat schon recht was Jugendliches, weil der auch einfach so, ja, weil er auch einfach kein Maß kennt irgendwie. Genau. Also das ist schon eine richtige, richtige süße Bombe. Ich layer den oft mit anderen Düften, wenn ich sie ein bisschen süßer machen will. Und manchmal auch mit dem Cinema, wenn ich es beim Schlafengehen ein bisschen süßer haben will. Genau. Kajali Vanille 28. Jetzt kommt noch ein Duft, mit dem ich auch gerne schlafen gehe. Ich hätte das Video nicht die besten Vanillen, sondern die Lenis Schlafengehen-Düfte nennen sollen. Aber das ist jetzt der letzte, ich verspreche es. Es ist By the Fireplace und der ist so schön smoky. Also wenn es ein bisschen kühler ist, dann trage ich den super gern ins Bett, auch am Tag, aber auch gerne ins Bett, weil er einfach sowas total Kuscheliges, Tolles an sich hat. Also der hat diesen Rauch, ja, diese, oh, also ich sag's immer wieder, der ist wirklich, den müsst ihr euch mal angeschaut haben. Das ist einer. Der ist so ein einzigartiges Dufterlebnis. Ja, der Duft versucht einen Fireplace, also eine Feuerstelle zu imitieren. Und ich finde, das gelingt echt super. Ja, also wir haben eine gewisse Nussigkeit. Da ist auch eine Kastaniennote noch mit drin. Und natürlich die sehr dominante Vanille. Ja, also die Vanille ist bei allen Düften, die ich euch zeige heute, sehr dominant. Das sage ich jetzt nicht jedes Mal dazu. Und eben diese Smokiness, die kommt nicht von Rauch im Duft, sondern die kommt durch verschiedene Gewürze. Und ich finde den einfach so authentisch. Ja, man denkt wirklich, man ist an einem Lagerfeuer. Und das hat ja sowas Heimeliges auch, ne? Ich meine, früher, als wir alle noch in Höhlen waren, da sind die Leute auch mal ums Feuer rumgesessen. Und es gibt so ein Gefühl von Gemeinschaft irgendwie auch. Und das gibt mir der auch. Also, das ist so ein ganz
Sicherheit gebender, Geborgenheit gebender Duft, finde ich. Also wenn man natürlich so ein bisschen dieses Feueraroma mag. Das müsst ihr halt probieren. Aber der ist wirklich einzigartig und den kann ich euch nur ans Herz legen. By the Fireplace aus der Replica-Reihe von Maison Margiela. Eine Vanille, die ich super gerne im Sommer trage, ist der Ylang-ylang Gold von Mikalev. Ja, den habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Und der hat eben auch diese tolle, tolle, tolle Vanille zusammen mit Ylang und Kokosnuss. Eine Menge andere Noten noch, ja, ganz komplex. Aber ich finde, Vanille und Sommer, das stellt man sich nicht unbedingt vor, weil ich finde, Vanille ist schon so eine cozy Note auch, die man gern auch in kälteren Jahreszeiten trägt. Aber hier, dieses Sommerthema ist wirklich perfekt umgesetzt. Also das ist so die einzige Vanille, die ich auch gerne in sehr heißen Temperaturen trage und gibt einfach so ein richtig tropisches, tolles Feeling, ja, also total leicht, feminin, lieblich, einfach unbeschwert. Also wenn ich ein Adjektiv auswählen müsste, das diesen Duft beschreibt, würde ich sagen, der ist unbeschwert, ja. Der ist glücklich, der ist wie die Margot Robbie in Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Ja, wunderschön. Ylang-ylang Gold. Der nächste Duft läuft bei mir unter der Überschrift aromatische Vanille, worauf ich ja total stehe, ne? Aromatische Noten sind genau mein Ding. Und der ist aber auch recht süß, ja. Es ist der Mon Guerlain von Guerlain, das Eau de Parfum. Und ich finde den wirklich wunderbar. Das ist so eine interessante Kreation. Der ist auch sehr einzigartig, finde ich. Also mittlerweile wird er oft gedupt und es gibt diverse Marken mittlerweile, die versuchen, den nachzubauen. Aber als der rauskam, war der sehr, ja, der war sehr originell. Der war sehr originell damals. Und der verbindet eben Vanille mit Lavendel. Also der Lavendel, den riecht man ganz deutlich raus, aber ihm ist jegliche Maskulinität genommen. Also Lavendel ist ja oft eine Note, die benutzt wird auch, um Düfte etwas maskuliner noch wirken zu lassen. Ein bisschen frischer, herber, Barbershop-mäßiger. Und deswegen wird Lavendel nicht so oft in Düften verwendet, die an Frauen vermarktet werden. Hier ist er drin, recht prominent auch, zusammen mit der Vanille, aber so wunderschön smooth, cremig, er gibt einfach richtig diesen aromatischen Touch. Ja. Wir haben in der Herznote noch Jasmin und Iris, die halten sich aber in meinen Augen relativ zurück. Also wenn ich den beschreiben müsste, würde ich sagen Vanille, Lavendel, that's it. Und der ist sehr schön weiblich, der eignet sich wirklich als Signature perfekt, der hat eine gewisse Reife auch, finde ich, ohne jetzt alt zu sein. Aber der ist richtig ein guter Duft, auch ein richtiger Komplimentgetter. Das ist die Art von Duft, die Männern auch sehr gut gefällt an Frauen, weil Männer doch schon meiner Erfahrung nach auch süße Düfte ganz gern mögen an Frauen. Für die ganz heißen Tage ist der mir etwas zu süß, aber so von Herbst bis zum Frühling trage ich den super gerne. Und das war einer der ersten Düfte, die ich mir gekauft habe. Und dem ist es auch ein bisschen zu verdanken, dass ich, also nicht nur dem, aber vor allem dem auch, dass ich mich angefangen habe, intensiver für Düfte zu interessieren, weil ich den wirklich sehr spannend fand. Haltbarkeit ist okay, ja, 5 Stunden, hält sich nicht super lang, aber ist sehr, sehr alltagstauglich, bürotauglich auch. Also richtig schön. Mon Guerlain von Guerlain. Der nächste Duft ist die Unisex-Vanille, würde ich sie nennen. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Düfte, die wirklich so perfekt unisex sind wie dieser hier. Ich spreche über Orchidée Vanille von Van Cleef & Arpels. Der ist so interessant von seinem Charakter her und das ist auch einer von denen, die ich schwerer greifen kann. Ja? Ich sage immer, für mich hat der was Krautiges, so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie super Kräuter zu sein, aber so ein bisschen krautig-aromatischen Touch, aber da sind überhaupt keine Kräuternoten drin und ich weiß überhaupt nicht, wie dieser Dufteindruck zustande kommt. Aber der ist einfach wirklich sehr schön und total dezent, ja, also das ist ein ganz introvertierter Duft, würde ich sagen. Also der hat keine große Sillage, hat eine ganz anständige Haltbarkeit trotz allem, ja, aber er geht einfach nicht 3 Meter vor einem her. Der hat so was Spannendes, Unsüßes an sich, ja, was ganz irgendwie krautig-aromatisches. Und ich finde, dass der für alle Jahreszeiten geht. Der ist wirklich nicht festgelegt. Ja, den kann man auch sogar im Sommer tragen, aber auch im Winter. Der passt irgendwie immer. Das ist so ein universeller Duft einfach. Geht für Männer, für Frauen und geht für alle Jahreszeiten. Dem kann man nichts falsch machen. Und der hat tatsächlich auch einen Zauber an sich. Der ist mir im Alltag manchmal etwas zu dezent.
wenn ich jetzt irgendwie einen großen Auftritt mal hinlegen möchte, was nicht allzu oft vorkommt momentan, aber wenn das der Fall ist, dann layere ich den gern noch mit anderen Vanillen zusammen. Aber alleine ist der auch wunderschön und hat auch seinen Reiz. Und ich glaube, das ist auch eine der vanillelastigeren Düfte, die eben extrem gut von Männern auch getragen werden können. Oft verbindet man mit Vanille ja auch so eine gewisse Femininität. Und der hier findet da einen wunderbaren Mittelweg, muss ich sagen. Also richtig gut gemacht. Und er hat einen der schönsten Flakons ever. Also ich finde, Van Cleef & Arpels macht wunderbar schöne Flakons. Sehen richtig, richtig, richtig toll aus. Hat man gerne im Schrank stehen, so einen. Ja, okay. Orchidee Vanille von Van Cleef & Arpels. Über den nächsten Duft habe ich schon stundenlang auf meinem Kanal geschwärmt. Und ich habe vor kurzem auch einen Haul und ein Unboxing gemacht von dem. Es ist der Mont Précieux Nectar. Das ist ein exklusiverer Duft von Guerlain. Der ist Teil der Le Parisienne Kollektion und ist mein persönlicher heiliger Gral-Orangenblütenduft. Mit aber eben der starken Vanille, der wunderbaren Guerlain-Vanille. Und eine Sache, die euch wahrscheinlich auffallen wird in dieser Liste, sind recht viele Guerlains vertreten. Das liegt einfach daran, dass ich finde, dass die Note Vanille tatsächlich eine Spezialität der Marke Guerlain ist. Also ich finde, niemand macht Vanille so kunstvoll wie Guerlain. Es gibt noch andere interessante Vanillen und es sind nicht nur Guerlain-Düfte in der Liste, ja, keine Angst. Aber ich finde einfach, das ist so deren Steckenpferd und das machen sie einfach wie niemand anderes. Und der Mont Précieux Nectar ist lieblich, weiblich, orangenblütig, hat aber durchaus ein paar interessante Aspekte noch. Also der hat Weihrauch, der hat Petitgrain, der hat Bittermandel. Also er ist weder sehr frisch noch sehr warm, würde ich sagen, sondern das ist auch so ein perfekter, schicker Alltagsduft. Das ist ein Extrait, das heißt, er hat eine gute Haltbarkeit. Er hat leider eine sehr intime Sillage auch, ja, wie viele der Guerlains. Also die Haltbarkeit ist zwar in Ordnung, aber andere Leute riechen einen jetzt eher so vielleicht aus der Distanz ungefähr. Also wenn man einen umarmt eher. Wenn ihr wirklich einen Auftritt hinlegen wollt, dann müsst ihr den nächsten Duft nehmen. Der nächste Duft ist schon ein bisschen anständiger von seiner Projektion her und es ist die Busi-Vanille in dieser Liste, also mit Alkohol, rum besser gesagt. Und zwar ist es Spiritueuse Double Vanille. Der ist richtig gut, sexy auch. Also der ist mit einer der sexiesten Vanillen, finde ich. Ich finde den auch sehr gut für Männer tragbar. Und ich liebe den. Also ich habe den noch nicht sehr lange. Ja. Der ist einfach zum Ausgehen, finde ich. Also das ist jetzt nichts, was ich so am Tag tragen würde, sondern das ist tatsächlich einer, wenn ich jetzt noch das andere Geschlecht beeindrucken wollen würde, ja, wenn ich rausgehen würde, dann würde ich mir oft den Spiritueuse Double Vanille auflegen. Weil ich finde, der ist extrem nahbar, der macht einen sehr, ja, kuschelig. Also ich denke, dass wenn man den an jemandem anderen riecht, dass man sich dann hingezogen fühlt zu dem. Genau, der hat eine gewisse Anziehung, hat er. Und das gefällt mir ganz gut. Und ja, gut, trage ich ihn halt jetzt daheim, ne? Und hoffe, dass mein Mann mich anziehend findet. Aber ja, der ist ja ein bisschen immun gegen Parfum leider. Das habe ich euch schon oft erzählt. Aber ich liebe Spiritueuse Double Vanille. Rum Vanille haben wir. Wir haben auch florale Herznoten, die aber für mich nicht so zum Tragen kommen. Und Benzoe. Ich finde Benzoe, also dieses Ambrierte, das riecht man richtig gut. Ich finde den am besten für Herbst und Winter geeignet, muss ich sagen. Also vielleicht jetzt nicht jetzt gerade. Oder vielleicht in, ja doch, also in nicht warmen Nächten kann man den tragen, würde ich sagen. Also ihr könnt ihn natürlich immer tragen. Ja. Also das sind nur Vorschläge, die ich euch mache, aber das wisst ihr schon, das habe ich schon oft gesagt. Okay, also Spiritueuse Double Vanille, die Busi-Vanille. Die nächste Vanille ist die Gourmand-Vanille. Und das ist so eine, mit der habe ich eine On-Off-Beziehung, würde ich sagen. Es ist Lyra aus der Casa Morat, die Linie von Serjoff. Und Lyra ist so interessant. Also als ich sie das allererste Mal gerochen habe, wirklich in einer Probe war das damals, dachte ich mir, igitt, Bitterorange. Ich mag keine Bitterorange. Also es ist wirklich so ein Geruch, den ich nicht gut abkann. Und ich habe sie aber damals auf die Haut gesprüht und habe es nicht abgewaschen, sondern ich habe einfach dann versucht, nicht mehr an dem Arm zu riechen. Und dann hat sie sich entwickelt und ich denke mir so, was ist das? Was ist das für ein Zauberwerk? Ja, also es war so gut, so Karamell, Vanille, oh, einfach so richtige weihnachtliche
Goodness, also wie kann man das beschreiben? Ich liebe Lyra einfach. Ist so kunstvoll gemacht. Also sind ja viele Sehrstoffdüfte. Kosten ja auch dementsprechend. Aber der ist einfach wahnsinnig warm, süß, gourmand. Also den könnte man echt aufessen. Und ich persönlich habe mich mit der Bitter Orange jetzt arrangiert. Also ich warte jetzt halt einfach dann 10 Minuten. Ich sprühe den jetzt ohne Limit, ja, also ich sprühe den richtig viel und dann versuche ich einfach so die ersten 10 Minuten nicht hinzuriechen und wenn die Bitterorange sich verzogen hat, dann kommt meine Zeit, ja, und dann genieße ich den total. Das ist auch einer, der eine tolle Performance hat, der wirklich einen Eindruck auf die Leute macht. Der riecht so ein bisschen auch nach Backstube, also das Karamell, das macht es einfach ganz, ja, ja, fast so, als wäre man irgendwie nicht in der industriellen Backstube, sondern so bei der Oma irgendwie reingeplatzt und die backt gerade irgendwelche Weihnachtsgebäcke, ja. Und das Tolle ist, es ist nicht nur Vanille und Karamell, sondern da sind auch noch so ein paar Noten drin, die einfach so ein bisschen Spice mit dazugeben. Also so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Unerwartetes, die es nicht generisch und einfach nur einen Vanille-Karamell-Duft machen, sondern einfach tatsächlich einen tollen Duft, ja, und im Winter trage ich den rauf und runter. Jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu warm für den, aber ich liebe den im Herbst und im Winter zu tragen und im kalten Frühling. Ja, super verführerisch, eher feminin würde ich sagen, Performance gigantisch, Lyra von Sehrstoff. Die nächste Vanille ist die unerwartete Vanille, nenne ich sie jetzt mal, die überraschende Vanille, die ist so wunderbar grün, frisch, ja, also das erwartet man sich gar nicht. Das in Kombination mit Vanille kriegt man recht selten und ist ein Performance-Beast, ja. Und ich spreche natürlich über Ani von Nishane. Und Ani ist so, ja, ich habe wie hieß denn das Video? 10 Days, 10 Düfte für die Männer, habe ich das auch gefeatured und ich habe euch gesagt, das erste, was ich gerochen habe, die erste Assoziation, die ich hatte, war Cannabis. Ich habe da eine Cannabis-Note rausgerochen und ich bleibe auch bei diesem Statement. Also das erste, was man riecht, ist so, wer raucht hier Gras? Komm raus. Und ist aber kein Cannabis drin. Also, und dann habe ich eine Minze unterstellt und ich glaube, eine Minze war auch nicht drin. Nee, wir haben grüne Noten, Ingwer und Bergamotte und die machen das wunderbar frisch. Und was ich an den Nishane-Düften so gern mag, ist, dass die Extraits machen. Extraits, nicht nur Eau de Parfums, sondern richtige Parfums und die halten einfach viel besser und die haben eine Hammer-Performance. Und hier ist sowohl die Haltbarkeit als auch die Sillage bombig. Also damit kann man richtig tollen Auftritt hinlegen. Und das ist eine der maskulineren Vanillen. Das heißt, Männer können die sehr gut tragen. Also Männer und Frauen können es gut tragen. Aber an Männern, finde ich, wirkt es noch interessanter, noch spannender. Also ich rieche Ani noch lieber als an mir, rieche ich sie an Männern. Sie, es, ihn, wie auch immer. Und ich mag den einfach so gern. Der ist so besonders und so einfach kreativ gemacht, genau. Und ich liebe das. Also hier kommt so viel zusammen. Hier kommt Kreativität zusammen, Originalität und auch Qualität, ja. Also das ist ein richtig qualitativ hochwertiger Duft. Und wenn ihr nicht diese typische Vanille haben möchtet, sondern was ein bisschen Grünes, Frisches, dann schaut euch Ani an. Ani von Nishane. Und jetzt hatten wir die unerwartete Vanille, die Smoky Vanille, wir hatten die florale Vanille, wir hatten die weihnachtliche Vanille. Und was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch die beste Vanille. The one to rule them all, ja, um mal in Herr der Ringe sprech zu bleiben. Und ihr wisst, ich sage immer, ihr wisst, was es ist, aber für euch, die zum ersten Mal zuschauen, es ist Angélique Noire von Guerlain. Und ich habe diesen Duft wirklich ich bespreche ihn in jedem zweiten Video, deswegen versuche ich mich kurz zu halten. Angélique Noire ist im Beginn grün und krautig und entwickelt sich dann zu der besten Vanille-Melange ever. Und das grüne Krautige macht die Angelika-Wurzel und die Angelika-Samen. Und Angélique Noire ist die Vanille, die mich zum Träumen bringt, die mich tröstet an Tagen, wo es mir schlecht geht, von der ich nie müde werde, die immer passt, die ich sogar im Sommer trage, ja. Und die einfach wirklich auch eine tolle Performance hat und einen Eindruck macht auf die Leute, Komplimente bringt und nicht riecht wie jeder x-te Designerduft, sondern ganz, ganz besonders ist.
So, und ich glaube, so kurz habe ich es noch nie beschrieben. Ich bin auch sehr happy, dass ich das geschafft habe. Wir hatten jetzt auch einige Düfte, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren mehr als 10. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure liebste Vanille ist. Und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, ob euch grundsätzlich diese Art von Video gefällt, also wo ich so Duftfamilien bespreche. Ja, also ich könnte auch zum Beispiel mal ein Video machen über zitrische Düfte oder über Teedüfte oder wie auch immer. Lasst mich wissen, ob euch das interessiert. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.